Namaskar, Sadhguru. Mein Name ist Ritu. Meine Frage ist, was ist deiner Meinung nach in der Spiritualität ein Erfolg? In Spiritualität oder Leben? In der Spiritualität. Und werde ich es wissen, bevor ich sterbe? Ciao. Was diese ganzen künstlich ausgedachten Ideen über Spiritualität sind, was passierte ist, dass die Menschen denken, wenn sie Gott suchen, sind sie spirituell. Was du verstehen musst ist, du hast bereits eine Schlussfolgerung gezogen und dann versuchst du, deine Schlussfolgerung zu konkretisieren. Du willst, dass ein Guru dir sagt, ja, Gott ist da, such ihn. Suchen bedeutet das, du weißt nicht, ob Gott diese Existenz regiert oder der Teufel diese Existenz regiert oder ob sie einfach nicht regiert wird wie Indien. Du weißt es nicht, deshalb willst du suchen. Suchen bedeutet, dass du es nicht weißt, aber du es wissen willst. Wenn man erfolgreich sein will, wie ich bereits sagte, ist das Wichtigste, dass deine Intelligenz sich mit nichts identifiziert. Denn die Natur des Intellekts ist diese. In dem Moment, in dem du eine Identität annimmst, wird dein Verstand hart daran arbeiten, diese Identität zu schützen. Man muss sich nur dreimal sagen, ich bin ein Inder. Plötzlich sieht alles Indische schön aus, alles jenseits der Grenze sieht nicht schön aus. Du musst dir nur sagen, ich bin das, und sofort schützt es nur das und nichts anderes. Das ist die Natur des Intellekts. Tatsächlich ist das die Arbeit des Intellekts, denn der Intellekt ist ein Werkzeug zum Überleben. Der Intellekt ist keine ultimative Intelligenz. Leider, weil wir zu sehr unter europäischem Einfluss stehen und jemand dort sagte, ich denke, also existiere ich, haben wir es einfach verloren. In Indien, im yogischen System, schreiben wir deinem Denken vor allem nicht zu viel Bedeutung zu. Also sobald wir es tun, warum wir dem Denkprozess keine Bedeutung beimessen ist, es kann nur aus den limitierten Informationen geschehen, die du gesammelt hast. Was du als Gedanke bezeichnest, egal welche Art von Gedanken du hast, ist nur das Recycling der wenigen Informationen, die du gesammelt hast. Du kannst an Götter denken, du kannst an Vergnügen denken, du kannst an Politik denken, du kannst an Geld denken. Es sind nur die Daten, die du hast, du verwendest sie wieder. Schau, du denkst vielleicht an was auch immer, also habe ich es gesagt, das ist eine schwere Sache mit Menschen, wenn du ihnen ständig sagst, wenn Gott in deiner Meditation erscheint, musst du ihn einfach ignorieren. Aber Sadhguru, wenn Shiva kommt, besonders wenn er kommt, weil Shiva is coming. Only because of the calendar images that you have seen. Shiva nur wegen der Kalenderbilder kommt, die du gesehen hast. Wenn du woanders geboren wärst, würde jemand anderes kommen. Das sind also die alten Daten, die sich abspielen. Also was auch immer sich abspielt. Siehst du, du kannst nicht Gott denken. Du kannst nicht Geld denken. Du kannst nicht Meer oder Himmel denken. Du verwendest nur die begrenzten Informationen wieder. Deshalb erkennen wir den Denkprozess nicht als eine große Form der Intelligenz an. Es ist ein wunderbares Instrument, um dein Überleben in der materiellen Welt zu sichern. Aber wenn du etwas anstreben willst, gibt es eine andere Dimension der Intelligenz in dir. Um es ganz einfach auszudrücken, heute Nachmittag, was auch immer du zum Mittagessen hattest, sagen wir, du hattest ein Chapati. Ein Chapati wird zu einer wunderbaren Frau wie du, weil du die Chapati gegessen hast. Wenn Suhail dieses Chapati isst, wird es sich in einen Mann verwandeln. Wenn ein Hund das isst, deshalb sage ich es. Okay, so. Du kapierst es nicht. Was ich sage ist, wenn ein Hund die Chapati isst, wird er zu einem Hund. Also eine sehr intelligente Chapati, denkst du? Nein, das ist einprogrammiert. In deinem System gibt es ein bestimmtes Volumen an Gedächtnis und Intelligenz, das in der Lage ist, aus einem einfachen Chapati einen Menschen zu machen. Wenn ich von einem Menschen spreche, spreche ich von dem komplexesten Mechanismus im Universum, von dem wir wissen. Es mag andere geben, aber dies ist der komplexeste Mechanismus im Universum, den wir kennen. Womit hast du eine so komplexe Maschine hergestellt? Mit Chapatis, Bananen, Dal und diesem und jenem. So ziemlich alles, was man isst, wird verwandelt. Es gibt also eine Intelligenz in euch, die die eigentliche Quelle der Schöpfung ist. Anstatt Zugang zu diesem zu finden, bist du zu sehr in deinem eigenen Denkprozess verloren. Sobald du dich in deinem Denkprozess verlierst, werden deine Identitäten super stark.
Wenn sie super stark werden, hast du ein Gefühl des Vertrauens, aber all deine Klarheit wird verschwinden. Leider geht es bei den Grundprinzipien der sogenannten Weltreligionen darum, Vertrauen aufzubauen. Keine Sorge, Gott ist bei dir. Weißt du, es gibt einige Bankwerbungen, weißt du, ich bin bei dir. Du weißt, wie ein Banker bei dir ist. Dies ist also ein Prozess der Vertrauensbildung. Aber Selbstvertrauen ohne Klarheit ist ein katastrophaler Prozess. Was du brauchst, ist Klarheit. Selbstvertrauen bedeutet, dass man nicht sehen kann, aber man ist zuversichtlich. Das ist ein gefährlicher Weg. Das ist eine kontinuierliche Katastrophe. Schau, es dauert nicht tausende von Jahren, um einfache Aspekte des Lebens herauszufinden. Ich sage, Suhail geht jetzt mit großer Vehemenz gegen diese Dinge vor. Wut, Hass, alle Arten von Vorurteilen gegeneinander. Was ich sage ist, dass das einfache Dinge in einem Menschen sind. Nach Millionen von Jahren, in denen wir hier leben, wenn wir es nicht herausfinden können, in welche Richtung wir gehen sollen, wird unser Intellekt offensichtlich nicht gut genug sein, oder nicht? Du brauchst andere Dimensionen der Intelligenz. Die Leute fragen mich, Sadhguru, alle anderen Gurus tun so viele Wunder, du tust gar nichts. Ich sage, du willst, dass ich eine Taube aus meiner Tasche ziehe? Wenn ich das tue, wirst du einen Vogel haben und ich werde eine beschissene Tasche haben. Aber nein, lass uns dabei bleiben. Aber du räumst ein, dass es viele solcher Menschen gibt, die tatsächlich die Emotionen eines breiten Publikums betrügen, indem sie diese Art von Unsinn machen. Schau, Verderbtheit ist nicht das Vorrecht nur von spirituellen Menschen. Es gibt bestechliche Politiker, es gibt gesetzwidrige Anwälte, es gibt gesetzwidrige Polizisten, es gibt gesetzwidrige Ärzte, es gibt gesetzwidrige jede Art von Beruf, okay? Es ist in jeden Bereich des Lebens eingedrungen. Es ist nur so, dass wenn eine Person, die behauptet, ein spiritueller Führer oder ein Guru zu sein, korrupt ist, sie bemerkenswert auffällt, denn heute, wenn man auf eine Polizeistation geht, erwartet man, dass er leider korrupt ist. Wenn er nicht korrupt ist, bist du überrascht. Da sprichst du darüber, oh mein Gott, ich war auf der Polizeiwache, der Typ hat nicht nach einem Dollar gefragt, er hat den Job für mich erledigt, weißt du? Aber wenn du zu deinem Arzt gehst, wenn er bestechlich ist, bist du ein wenig verletzt, weil du dein körperliches Selbst in seine Hände gelegt hast. Aber wenn du zu einem Guru gehst, legst du dein ganzes Leben in seine Hände. Wenn er unehrlich ist, bist du sehr schwer verletzt, in Ordnung. Die Integrität, die notwendig ist, um verschiedene Ebenen von Aktivitäten durchzuführen, ist also definitiv anspruchsvoller, wenn mehr Vertrauen in diese Bereiche investiert wird. Aber leider hat die spirituelle Unternehmerschaft begonnen. Okay? Es ist ein Unternehmen. Wenn du zwei Seiten Gita liest, kannst du ein Guru im Land werden. Du musst nicht alles lesen, zwei Seiten und wiederhole die gleichen Seiten in einer Sprache, die andere Leute nicht verstehen und du wirst ein Guru werden. Also, um mit ihrem spirituellen Prozess erfolgreich zu sein, ist das alles, was du tun musst. Heute Abend, wenn du nach Hause gehst, setz dich auf dein Bett, schau dich an, was bist du, was hast du gesammelt, okay? Du hast ein Zuhause, du hast es gesammelt. Du hast Menschen, du hast sie gesammelt. Du hast Kleidung, du hast das gesammelt. Du hast einen Körper, du hast diesen angesammelt. Der Inhalt deines Geistes, du hast ihn gesammelt. Schau, bevor du ins Bett gehst, schließe deine Augen und schaue, ob du das alles beiseite lassen kannst, auch intellektuell. Versuche es einfach beiseite zu halten und gehe so ins Bett jeden Tag. Du wirst sehen, eines Tages wirst du auf eine Weise aufwachen, die du nicht für möglich gehalten hast. Wirklich wach.